Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Amnesia. Herbert, how did we find this one? An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel, but things don't always turn out the way we planned. Ach ja. Da war ja was, da hatten wir ja schon. Hier war ich ja schon bei. So. Wir haben im letzten Part hier. Wo sind wir hier überhaupt? Voll lange her, dass ich die Amnesia gespielt habe. Ich habe doch gerade überhaupt keinen Kopf für. Ah, okay. Alter. Nicht ganz sicher, ob hier oder da. Aber da wir von da kommen, denke ich fast schon von da. Das ist ja gemein. Das ist ja gemein. Ich finde, ich habe mich hier jetzt gut eingemauert. Hier ist noch eine Zündkerze. Oder Zünderbüchse, wie auch immer. Halt den mal runter. Ist das eine Notiz? Nee. Ich werde das Rohr mal behalten. Denn ich bin mir nicht so sicher, wo ich das irgendwie anbringen könnte. Denn wir wären jetzt da zwei davon. Gucken wir hier schnell nochmal. Da ist keine Zünderbuchse. Auch nicht, auch nicht. Hier ist eine. Plopp, nehmen wir mit. So. Drei haben wir dann schon wieder. Drei, Alter, das sind so mega wenig, wa? Oh, shit. Da ist noch ein Rohr. Mit so einer Boxe. Und ein Brief. Ja, natürlich. Why the fuck not? Hier geht's auch tief runter. Vielleicht eine Zange. Eine hölzerne Kurbel. Okay. Okay.
bin mir nicht sicher. Doch, eigentlich bin ich mir ziemlich sicher. Hier kommt gleich was. Da ich darüber jumpen kann und mir auch zutraue, das darüber zu jumpen. Ich bin der Meinung, das wird schon seinen Grund haben. Kann ich die einfach so wegziehen? Nee, da muss ich ein bisschen hoch machen. Da muss ich mich aber beeilen. Ich weiß nicht, ob er da so durchkommt. Oder ob das Spiel an sich, beziehungsweise die Macher, damit daran gedacht haben, dass man das so machen kann. Ich würde schon glatt sagen, dass er da lang kommt. So. Runter, runter, hoch, hoch. Gucken wir mal. Okay, wofür habe ich die hölzerne Kurbel jetzt aufgesammelt? Eine Kurbel für eine Maschine. Leerer Glasbehälter. Okay. Wie geht's meinem Gehirn? Glas klar. Na dann. Komm schon. Gib's mir. Ich weiß nicht genau, was ich hier tue. Ich tue das, was mir befohlen wurde. Ah! Bin ich denn so weit? Okay. Ach, hier ist ein Rohr. What are you doing? Was ist das? Ich glaube, ist das Quere hier? Das ist ein Flachet, ne? Nein. Nicht so. Nein. Dann musst du daran. Kann ich ihn nicht irgendwie drehen oder so mit Kuder? Ja, so. Ach, der steckt sich von alleine ran. Darf er aber gar nicht. Da sag ich doch, der muss da an die Seite. Du musst daran. Nein. Da. Oder auch nicht. Fick dich halt. So. Nee, hier war das drinnen, ne? Ja. Ja, ich will jetzt nicht den Brief lesen. Ich hab Angst. Oh. Egal. Okay. 13. Januar 1799. Die Arbeit und das Wissen, die ich in diese Maschine steckte, werden von keinem Mann der Welt übertroffen. Ganze Generationen von Männern sind gestorben, seit ich zuerst versuchte, den Entwurf zu rekonstruieren, den ich beim Holzgerüst gefunden habe. Die Grenzen dieser Welt haben meine Arbeit unglaublich erschwert und mich gezwungen, dieses Ding fast 100 Mal größer zu bauen als den empfindlichen Apparat, den es nachahmen sollte. Ganz zu schweigen von dem Strom des gezähmten Blitzes, ersetzt durch unter Druck gesetzten Dampf, der sich durch Rohre und Turbinen drückt. Ich schäme mich, wenn ich daran denke, was wohl der Erfinder von meinem Monstrum gedacht hätte. Wo er mit einem Vergrößerungsglas arbeitet, um alle Teile sorgsam aneinander zu fügen, brauchte ich 5 Männer, um einen Turm aus zusammengezimmerten Eisen zu errichten und kann nur hoffen, dass es auch annähernd die Kraft einer Taschenuhr hat. Was labert der da?
So, jetzt gucken wir noch mal ganz kurz, ob ich hier eventuell doch was über hier ist Blut. Ich hab übersehen? Ne. Hier ist auch kein Röhrle, ne? Ne. Is not seeing like that. Gibt's hier vielleicht was? Für mich noch? Lampenöl? Ne. Schade. Aber viel Lampenöl. Nein. Ich wusste, dass wir die hier noch brauchen. Ich glaube, es war eine gute Idee, die Tür so aufzumachen. Oh. So. So, den noch? Komm her. Ja. Ich meine, er steckt das ja selber zusammen. So, jetzt brauche ich noch eins. Sonst würde ich das ja gern so haben. Okay. Alexander wusste, dass es eine Möglichkeit geben musste, um das Ritual zu beenden, bevor es zu spät war. Er musste seinen Freund zeigen, wie man die Lebensessenz gewinnen konnte. So viel war sicher. Okay. Habe ich jetzt die... repariert? Nice. What? Ganz runter. Wie soll ich die Scheiße anheben? Ach, kann ich eine Holzkurbel irgendwie? Okay. Stecken geblieben, muss angehoben werden. Das heißt, ich muss ja irgendwas kurbeln. Der Zweck des inneren Heiligtums war es immer gewesen, die Kugel zu studieren und eine Möglichkeit zu finden, ihre Macht zu kontrollieren. Er war sich dessen allerdings noch nicht bewusst. Die ganzen Türen einfach wieder zu sind, ne? Regt mich monumental auf, ey. Ich kann mir so richtig vorstellen, dass da gleich was rauskommt. Wie kann ich das denn kurbeln? Das läuft ja. Ich muss anheben.
anheben, damit sie runtergelassen werden kann. Warte mal. Die muss angehoben werden, um sie wieder frei zu bekommen. Wie soll ich die denn anheben? Da muss ich jetzt trotzdem darüber irgendwie, oder? Von wo komme ich jetzt eigentlich? Ich bin jetzt mega verwirrt. Von da kann ich ja nicht kommen. Kann ich denn... Ja. Ich habe doch gerade nach oben gedrückt. Uiuiui. Voll klug, oder? Angehoben. Das habe ich noch nie gehört. Okay, aber wir gehen jetzt trotzdem erstmal da lang. Der rote Fleck erschien plötzlich an den Wänden, als würden sie bluten. Er schrie voller Angst, als das Spektakel begann, um den blauen Schimmer zu löschen. Och, nö. You're conserving water from the spring. Yes, it enables me to control the water in the drain sewers to some extent. Also, it can be used for all sorts of purposes. Like the drinking? Well, that too. But mostly to run different machines. Ah, like water mills. Exactly. Ich weiß, was hier auf mich lauert. Und zwar genau das. In der Zisterne befinden sich Ventile, die das Wasser aus der Kanalisation ableiten. Okay. 1839. There is no denying that Alexander puts a lot of faith into what I can only describe as magic. I'm not surprised. Even while traveling across Europe, I assumed I would have to embrace the supernatural to save my mind and life. As a novice, I do everything in my power to stay focused and not dwell too much on my own doubts. Alexander woke me up early and told me it was time we got started on our work. He was obviously excited to get going, and we headed downstairs to the old dungeon, where he preferred to attempt his rituals. It turns out that Alexander is a true Renaissance man, paralleled only by Da Vinci, I'm sure. He showed me several rooms fitted for specific research, such as